Auf die Timeline von Studio können Sie bekanntlicherweise zum Beispiel Fotos, Videosequenzen, Titel und so weiter hinzufügen. Weitere Elemente sind zum Beispiel Projekte selber. Und das zeige ich Ihnen in diesem Kapitel kurz. Stellen Sie sich vor, Sie können ja über die Bibliothek Projekte, die Sie bereits geschnitten haben, mit einem Doppelklick öffnen. Das ist so eines. Ich möchte jetzt mein aktuelles Projekt nicht speichern. Und ich habe hier den Beispielfilm geladen mit all diesen Effekten, Videos, Fotos und so weiter auf der Timeline. Dieses Projekt kann ich zum einen mit einem Doppelklick öffnen. Ich kann aber auch etwas anderes tun. Und zwar wähle ich einmal ein neues leeres Projekt. Ich kann nun in dieses Projekt selber ein bestehendes Projekt hineinziehen. Also das mache ich einmal, indem ich einfach ein bestehendes Projekt statt Doppelklicke, um dies zu öffnen, einfach mit der Maus auf die Timeline lege. Sie sehen nun eine Videospur und eine Tonspur und Sie sehen auch hier gewisse Fragmente, also gewisse Stellen im Film, die jetzt noch gerendert werden müssen. Wenn ich nun das Video abspiele, dann sehen Sie natürlich dessen Inhalt. So, Bild und Ton mit allen Schnitten, Übergangseffekten und so weiter. So, also das heißt, auf die Timeline selber können Sie ein komplett fertig geschnittenes Projekt laden. Wieso ist das sinnvoll? Sie können zum Beispiel ein neues leeres Projekt erstellen und darin eine kleine Logo-Animation erstellen, zum Beispiel mit Titel, Musik, Effekten und so weiter, vielleicht 5, 10 oder etwas länger Sekunden. Und jedes Mal, wenn Sie ein Projekt erstellen, können Sie diesen Vorspann direkt, so wie ich das jetzt mit diesem Projekt gemacht habe, auf die Timeline ziehen. Sie könnten zum Beispiel auch zwei Projekte auf der Timeline miteinander kombinieren, also dass Sie zuerst den einen Film und dann den nächsten Film abspielen lassen. Das ist dann später sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel eine Disk brennen möchten und mehrere Filme auf eine Scheibe brennen. Aber Sie können so eben auch sehr einfach mehrere Filme miteinander kombinieren oder Sie könnten auch Teile eines Filmes bearbeiten und dann so schnell und einfach wieder zusammenfügen. Falls Sie in einem Film weitere Änderungen vornehmen, also wenn Sie zum Beispiel dieses Projekt jetzt öffnen und weitere Änderungen vornehmen, dann werden diese auf diesem Projekt nicht übernommen, das bereits schon auf der Timeline ist. Sie sollten also eine solche Änderung oder ein Projekt nur dann hinzufügen, wenn Sie mit dem ursprünglichen Projekt fertig bearbeitet haben. Wenn Sie aber zum Beispiel jetzt trotzdem in diesem Projekt eine kleine Änderung vornehmen möchten, dann können Sie auf diesen Clip in der Timeline mit der linken Maustaste doppelt klicken. Und Sie sehen jetzt, wie eine zweite Ebene, also wie ein zweites Studio sich da geöffnet hat. Hier können Sie zum Beispiel weitere Änderungen vornehmen. Zum Beispiel können Sie sagen, ja gut, dieser Titel soll raus, da möchte ich noch eine andere Anpassung haben und so weiter. Und in dem Moment, wo Sie das wieder schließen, also Sie haben ja hier komplett alle Funktionen verfügbar von Studio, hier schließen Sie das wieder und Sie können nun Ihre Änderungen in diesem Subfilm, also in diesem Unterfilm dieses Projektes speichern. Das wird aber jetzt Ihr Originalprojekt wie hier oben nicht verändern, sondern lediglich das sogenannte Subprojekt. Also das heißt, wenn Sie einfach eine kleine Änderung vornehmen möchten, dann doppelklicken Sie mit der linken Maustaste. Ich öffne dieses Originalprojekt noch einmal und speichere das, was ich auf der Timeline habe, nicht. Und Sie sehen zum Beispiel jetzt, dass dieser Titel, den ich im Subprojekt ja gelöscht habe, da noch vorhanden ist. Auch möglich ist es zum Beispiel, ein bestehendes Projekt, das fertig geschnitten ist, einfach ein anderes am Ende zum Beispiel hinzufügen, wie ich das hier jetzt mache. Und ich kann eben ein ganzes Projekt genau gleich bearbeiten oder einblenden lassen, wie zum Beispiel ein einzelner Clip. Also Sie sehen, das Kombinieren von Projekten kann durchaus sinnvoll sein, wenn Sie unterschiedliche Projekte oder unterschiedliche Kapitel und so weiter miteinander auf der Timeline kombinieren möchten.